Dieses Spiel will Pet Simulator X endgültig ersetzen. Aber ist es wirklich gut genug dafür? Was das Spiel besser macht und was das Spiel vielleicht auch schlechter macht? Und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Hey Leute, ich bin's Conny. Heute spielen wir Pet Rift und wir fangen direkt beim Ladescreen an. So, dann joinen wir mal in Pet Rift rein. Ladebildschirm ist schon mal ganz lustig. Hallo Conny, mein Name ist Sork. Ich bin hier, um dir bei deinem Abenteuer in Pet Rift zu helfen. Seok oder Soik? Seok heißt jetzt. Du kannst ein Haustier zwischen Frosch, Fledermaus und Maus wählen. Ich will eine Fledermaus. Dann musst du angreifen, Eier öffnen, alle Haustiere entdecken, Erste auf der besten Liste sein. Ich will das Erste sein. Das ist besser als das Letzte. Es gibt mehr zu entdecken über dieses Spiel, aber ich lasse dich selbst entdecken. Viel Spaß. Dankeschön. Zirk. So, ich wähle natürlich die Fledermaus aus und ich nenne sie Mausi. Mais. Ich nenne sie Mais. Klar, Mais. Erfolgreich ändernd der Name. Dankeschön, die Übersetzungen sind toll. Das Spiel erinnert mich ein bisschen an irgend so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Okay, Hoverboard. Rüste ein Hoverboard aus. Habe ich ein Hoverboard? Ich habe kein Hoverboard. Na gut, ich habe kein Hoverboard. Es gibt Belohnungskiste, dafür muss ich Level 1 sein. Recyclingmaschine, da kommt meine Mausi rein. In mein Mais. Entweder Pets zu Truhen oder Truhen zu große Truhe. Okay, verstanden. Gut, dann haben wir hier ein Buch. Da sind wir meine, ist das meine Pet Collection? Ja, das ist mein Index, okay? Top 5 Belohnung. Ich wäre gerne schneller. Ich mag das nicht, so langsam zu sein. Vor allem, wenn die Map so groß ist. Jetzt brauche ich ja Ewigkeiten, um da hinten hinzukommen. Da bin ich nicht so ein Fan von. Dann gibt es hier wieder Eier. Die kosten mich... Was kostet mich das günstigste Ei? Das muss ja das hier sein. Nee, das ist ja nicht das günstigste. Die günstigsten fangen da vorne an. Warum fängt man von rechts nach links an und nicht von links nach rechts? Aber meinetwegen, wir laufen dann einmal hier lang. Twitter. Man muss Leute auf Twitter markieren, natürlich. Wie wenig kostet das? 250 Gold? Okay, Gold ist die Währung. Es gibt auch noch Smaragde und Diamanten, scheinbar. Dann gibt es noch die Daily Chest. Die kann ich erst in 4 Stunden nehmen. Gratis Riesig. Ich brauche ein Gratis Riesig. Finde 50 Haustiere im Heiligtum hinter dem Wasserfall und erhalte ein riesiges Mega-Mauschal. Oh mein Gott, ich wollte schon immer ein riesiges Mega-Mauschal haben. Da ist doch noch ein PC. Oh, ist der PC sowas wie die Bank in Pokémon? Ich glaube schon. Ja, der PC ist sowas wie die Bank. Okay, gut. Ich würde sagen, Mais, greif die Kiste an. Haha, was ist das? Upgrade, ja, Upgrade. Mehr Haustiere, mehr Lagerung, mehr Diamanten, mehr Geld. Klassisches Hoverboard. 100 Gems brauche ich dafür. Mehr PC-Speicher. Haben wir auch mehr Laufspeed? Ich habe keinen mehr Walkspeed. Man ist echt sehr langsam hier. Codes anschauen. Oh ja, ich gehe mal aufs Menü. Und was sieht nach Codes aus? Vielleicht sind hier Codes ganz unten. Der Shop sieht sehr bekannt aus. Also das Design kommt mir bekannt vor. Spielcodes für Boni einlösen. Okay, was gibt es denn für Codes? Wir probieren mal den Code 10K. Likes. So, 10k Likes und ich bekomme 750 Emeralds und 25 von jedem Trank. Dann natürlich noch Secret Model Code. Probieren wir auch einfach mal und 10mal Luck, Damage und XP Potions. Jetzt sind es Potions und keine Tränke. Und 20.000 Diamanten. Nice. Gut. Jetzt, wo wir aber ein paar Gems haben, können wir jetzt zu der Upgrade-Maschine hier gehen. Gratis zum Spielen. Free-to-Play-Upgrade. Yeah. Und wir holen uns zuerst das Hoverboard. Endlich habe ich ein Hoverboard. Ich würde sagen, mehr Haustiere ausrüsten. Kann ich mir nicht leisten. Mehr Diamanten ist, glaube ich, gut. Nehmen wir einmal mehr Diamanten. Dann habe ich noch 400 und die könnte ich reinstecken in mehr EP. Natürlich, ich brauche immer mehr EP. Und was ich auch auf jeden Fall brauche, ist mehr Gold. Ja. So, da oben haben wir ein Free Gift. Das ist bereit. Das lösen wir ein. Und ich habe Diamantengift bekommen. Was ich schade finde, das Spiel hier ist ganz nett gemacht. Aber Pet Simulator ist dem Spiel von Anfang an einen Schritt voraus. Pet Simulator ist mehr satisfying. Das Spiel hier sieht weird aus. Ich mach mal die Sounds lauter und gehe dann in die Settings und die Musik aus. Vielleicht wirkt es besser, wenn man die Soundeffekte hört. Aber das hier wirkt halt wirklich so wie so ein typisches Roblox-Spiel. Die Animationen sind so richtig langsam und linear. Es ist nicht wirklich dynamisch. Rüste ein Hoverboard aus. Ja klar, ich rüste das Default-Hoverboard aus, das ich mir eben geholt habe. Und jetzt habe ich ein Hoverboard und das ist auch nicht so cool. Digga, wie schlecht sieht denn dieses Hoverboard aus? Also ich verstehe, dass in dieses Spiel sehr viel Arbeit gesteckt wurde. Das sehe ich natürlich auch. Aber mit Pet Simulator kann es bisher nicht wirklich mithalten. Wie schalte ich diese Area frei? 5000 Gold. Da muss ich reinfahren, um es herauszufinden. Okay. Ich würde sagen, Alter, das Hoverboard macht halt echt keinen Spaß. Vor allem, weil man mit dem Hoverboard so schnell ist, wie ich eigentlich normalerweise gerne wäre, wenn ich laufen würde. Man, warum ist das so lang? Wer hat das gebaut? Und warum sind diese Dinger hier unten so... Es sieht einfach richtig... Es sieht falsch aus. Gott. Ich würde gerne wissen, wie viel es mich kostet. 250 kostet mich das. 1800 müssen wir wohl das ja immer kaufen. Und ich bekomme ein... Eine Katze. Gut, dann gehen wir auf Inventory, rüsten die Katze aus, weil sie nicht automatisch ausgerüstet wird. Und ich schicke die Katze dann hier rauf. So.
dann holen wir uns doch diesen Safe hier ab. Wenn ich gedrückt halte, gehen nicht alle auf einmal. Kann ich das in den Settings machen? Andere Haustiere ausblenden, Haustier senden, machen wir auf alle. So, was gibt es noch für Settings? Sound Effects, AFK Autofarm funktioniert nur mit Verstandtruhen. Okay, ich mache AFK Autofarm an. Ich bin ein Riesenfan von AFK Autofarm. Und ich bin mir noch nicht so sicher, was ich von dem Spiel halten soll. Ich meine, ein neues Spiel ist cool, aber dieses Spiel will ja offensichtlich Pet Simulator nachmachen und es bietet bisher noch keine Vorteile, bei denen ich mir denke, boah ja, das ist es. Das ist das Spiel, das Pet Simulator ersetzen wird, weil es ist halt wirklich, es fühlt sich nicht satisfying an. Und das ist da ein wichtiger, wirklich einer der wichtigsten Gründe, warum Pet Simulator so erfolgreich ist, weil es Spaß macht, es zu spielen. Es ist satisfying, es macht Spaß, Sachen abzubauen. 5 Millionen Gold brauche ich für das Huge Pet, okay. Und es ist auch interessant, wie ich die Pets hinschicke und die teilweise schon abbauen, bevor sie da sind. Machen wir einmal hier. Ja, 1, 2, ja. Das heißt, die Pets müssen nicht wirklich da sein, um abzubauen, sondern ich muss die Pets nur hingeschickt haben, dann wird das Abbauen schon anfangen, okay. Ich finde es halt, vor allem diese Drops einzusammeln, anstatt dass es sich cool anfühlt, Drops einzusammeln, fühlt es sich eher eklig an. Es fühlt sich an, als ob diese Drops mich belästigen wollen. So, ich gehe dann mal hier das hier öffnen. Darf ich noch nicht. You don't own the world Frühling. Ich muss diese Excel öffnen. Okay. Noch eine Katze. Öffnen wir gleich 3. Dafür brauche ich einen Game Pass. So viel zum Thema ist Free-to-Play. Wenn man das sagen kann, dann ist Pet Simulator auch Free-to-Play. Ja, ich glaube, ich fahre jetzt schneller. Ich glaube, ich krieg mehr davon. Das lohnt sich schon. Es fühlt sich ehrlich gesagt an wie Arsch abwischen. Und man wird nicht fertig. So fühlt sich das Spiel für mich an. Das ist so meine Zusammenfassung. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das Spiel findet. Vielleicht denkt ihr auch was ganz anders und das Spiel erfüllt eure Standards. Aber es ist nicht wirklich das, was ich gerne mag. Kann ich in mein Inventar... Im Inventar hier habe ich keine Boosts. Habe ich im Shop Boosts. Geh mal auf Nutzen, 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 Nutzen. Da habe ich ja ziemlich viele Boosts bekommen. So, mit den Boosts müsste es doch jetzt ein bisschen schneller gehen, oder? Ja, ich farm auf jeden Fall schneller. Komm, wir machen das jetzt einmal hier Speedrun. Mit den Boosts geht's klar. Ja, ich habe 5000 Gold zusammen. Perfekt. Jetzt kann ich in die nächste Welt gehen. Sag dann, yeah. Da kommt ein Schlüssel rein. Es ist schön, dass das jemand gemacht hat, aber lernt Easing. In Roblox ist das nicht mal schwer. Wisst ihr, wenn man Video-Editor ist, dann ist das Easen von Keyframes so eine Sache, die man erstmal lernen muss. In Roblox, da wird es einem direkt angeboten. Bei jedem Train wird man gefragt, jo, was für ein Easing-Style möchte man nehmen? So, und ich will das jetzt mal hier durchzocken endlich. Wie viel kostet mich die nächste Region? Die nächste Region kostet dann 25.000 Gold. Okay, das kann ja noch ein bisschen dauern. Gehen wir hier einmal hin, öffnen dieses Eck. Und wir bekommen eine Schnecke. Wie die aussieht. Ich meine, ja, die Graphic Designer und die 3D Artists, sie haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, was Neues zu machen in dem Spiel. Aber die Developer nicht. Vom Motion Design her und vom Sound Design her ist das Spiel richtig unsatisfying. Die anderen Punkte? Cool. Grafiken cool, 3D Models schön, Maps sind schön gebaut. Das ist alles schön. Alle Grafiken, alles so grundsätzlich designtechnischer. Wenn man nicht sieht, wie sich die Sachen bewegen und wenn man nicht sieht oder nicht hört, wie die Soundeffekte sind, dann ist das Spiel eigentlich ganz cool. Aber die ganzen Animationen, Soundeffekte und vor allem dieses Hoverboard, was ist das für ein Müll? Was ist das für ein Hoverboard? Die reißt mich halt komplett raus. So, und jetzt habe ich 25.000 und kaufe mir dann die nächste Area frei. Blums. Und da haben wir jetzt... Seok schreibt, du bist auf halbem Weg durch diese Welt. Den Rest konnte ich nicht lesen. Okay, dankeschön, Seok, dass du mir sagst, dass das jetzt schon die Hälfte war. So, hier haben wir die Factory und hier kann ich jetzt Pets, die ich doppelt habe. Mit 30% mache ich einfach. Und... Oh Gott, das sieht so schlecht aus. Das sieht so schlecht aus. Es ist weg. Ich habe keine Erfolgsmeldung bekommen. Ich glaube, es ist weg. Ja, die sind weg. Ich habe sie zerstört. Passiert wohl. Keine goldenen Hunde. Und die Pets brauchen jetzt schon eine Weile abzubauen. Baut mal ein bisschen schneller ab hier. So, und dann gucken wir einmal hier rein. Das kostet mich 5000. Dann kann ich davon ja 2 öffnen. Öffnen wir 1 und kriegen einen Pilz. Diese harten Kanten sind nicht smart. An den 3D... Ja, an den 3D-Artists diese harten Kanten. Bevel die lieber. Ah, stimmt. Ich gehe vielleicht noch einmal zur Upgrade-Maschine. Vielleicht sind da Upgrades dabei, die ich gebrauchen kann. So, eine Upgrade-Maschine... Mehr Haustiere ausrüsten kann ich mir nicht leisten. Mehr Haustiere lagern ist mir egal. Mehr Diamanten bringt mir jetzt, glaube ich, nicht so viel mehr Geld. Ja. Klassisches Hoverboard ist Max. Alle weiteren Hoverboards, die eventuell schneller sind, sind also nicht dabei. So, ich gehe mal wieder auf Bestes ausrüsten, damit ich jetzt auch die Pilze habe. Ich vergesse das nämlich immer wieder. Und dann fahren wir weiter. Gut, wenn wir den abgebaut haben, können wir uns die nächste Area leisten, oder? Oder? Ja, noch nicht ganz. Jetzt können wir sie uns leisten. Okay, die nächste Area haben wir uns geholt. Freikaufen.
Und weiter geht's. Dies ist der letzte Bereich der Erde. Gut Glück. Dankeschön, dass du mir gut Glück gewünscht hast. So, hier bauen wir noch ein bisschen ab, weil wir brauchen natürlich jetzt wieder Coins, um uns die nächsten Eier leisten zu können. Was steht hier? AFK-Kiste. Verwende den AFK-Modus auf dieser Truhe. AFK-Modus hält deine Haustiere auf der Truhe, wenn du erneut klickst. Wenn du erneut klickst. Jetzt ist AFK-Modus, oder wie? Aber lohnt sich das? Also kriege ich hier zwischendurch auch so Drops wie bei Pet Simulator? Oder muss ich wirklich warten, bis die ganze Kiste abgebaut ist? Wie in Pet Simulator 1. Wenn das so ist, dann nein, danke. Aber ich kriege hier nichts, also fahr mich lieber aktiv. Und dann holen wir uns noch ein paar Skelette hier. Vielleicht auch mal was Besseres als ein Skelett. Zum Beispiel ein Skelett. Oh mein Gott, als ob ich ein Skelett gezogen habe. Krank. Wie viele Pets braucht man, um safe etwas auf Gold zu machen? Oh mein Gott, ein Kobold. Ich habe einen Kobold. Ich habe einen Kobold. Ich habe eine Hexe. Endlich kriege ich mal was. Okay. Dann wird sich wahrscheinlich gleich gar nicht lohnen, dass ich die Skelette Gold mache. Vor allem, dass ich keine Skelette mehr ziehe. Was soll denn das? Your Mastery of X has a level nach oben, stand da gerade, glaube ich. Diese Übersetzungen sind so geil. Ich will keine Ratte mehr. Kann ich jetzt bitte nur noch ein Skelett ziehen? Und Skelett, dankeschön. Also länger halte ich das echt nicht aus hier. So. Bestes Ausrüsten. Die Hexe. Oh, die Hexe ist sehr viel besser. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt noch lohnen wird, hier Skelette zu farmen. So, und jetzt gehen wir hier mal rein und hauen unsere Skelette mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Komm. Und ich habe eine 80%ige Chance gefailt. Wir farmen einfach weiter. Wir werden nie erfahren, ob es sich gelohnt hätte. Weil nochmal mache ich das Spielchen hier nicht mit. Also 192.000 und ein Safe bringt mich dann hoch auf 201.000. Ich muss jetzt noch also 5 Safes öffnen. Wie viel bringen wir das? Es lohnt sich viel mehr dann die kleinen Drops hier abzubauen als die großen. Weil die kleinen Drops baut man viel schneller ab und man kriegt trotzdem ziemlich viele Coins oder Gold. Also werde ich die jetzt einfach abbauen und dann haben wir es gleich. Und da haben wir 250.000 Gold und wir haben die nächste Region freigeschaltet und können jetzt reingehen in die Hölle, oder was ist das? Ja, sieht sehr nach Hölle aus. Was das Spiel hier auch nicht so gut macht, ist diese Inconsistency beim, ja, beim Style. Ja, Desaster, schreibt Leon Renz. Wirklich, es ist ein Desaster, dass ich das goldene Pad nicht bekommen habe. Da vorne ist der Computer wieder. Da kann ich dann meine Pads reinpacken. Was spielst du? Ich spiele Müll. Ich spiele Pad Rift. Ja, gutes Spiel. Mit einem richtig tollen Hoverboard. Ich hätte gern ein richtiges Hoverboard. Oder zumindest eine anständige Laufgeschwindigkeit, weil was ist das denn hier? Wie langsam bin ich? Alter. Gut, einlösen. Die nächste Region kostet mich 600.000. Wollen wir die gleich freispielen? Ja, es dauert wahrscheinlich zu lange, die freizuspielen, oder? Wieso tust du dir das an? Weil ich will ein Free Huge. Gib mir ein Free Huge, jetzt sofort. Hey, da hinten ist die nächste AFK-Chest. Aber wir kommen in den Bereich. Wir kommen bald in den Bereich, in dem man sich ein Free Huge holen kann. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Huge ist so in Anführungsstrichen selten, weil niemand Bock hat, das Spiel so lange zu spielen. Wann bekommst du Free Huge? Ungefähr dann, wenn für mich 50 Millionen Gold kein Problem sind. Ja. Wie weit ist denn der Teleporter? Das sollte jetzt funktionieren. Ja, der funktioniert jetzt, glaube ich. Dann machen wir noch einen Teleporter kaufen. Hierfür 2 Rift reparieren. Ja, klar. Bin richtiger Fan davon. Und dann geht's rüber zu Spawn. Okay, angekommen beim Spawn. Öffnen wir jetzt dieses Eck für 25.000. Davon kann ich 4 Stück öffnen. Krieg dann also 4 OP-Pads in Legendary. Okay, eins war jetzt ein kleiner Fail. Aber die anderen, die werden jetzt sich richtig lohnen. Und zwar, oh, oh, selten. Jetzt macht ihr so ein Drama für ein Pad, das selten ist? Ich dachte, jetzt kommt wirklich was Legendäres. Episch! Na, immerhin! Immerhin! Sieht zwar komplett dämlich aus, aber episch. Und im letzten Pad haben wir schon wieder selten. Okay. So, gehen wir einfach mal wieder auf Bestes ausrüsten. Damit ist die Hexe vom letzten Mal wieder Müll. Und ich kann mich nicht rüber tippen. Ich muss ja erstmal warten, bis ich das habe, ja. Was kann ich eigentlich? Ah, das ist der Trading Plaza, den ich erst mit Level 6 freischalte. Dementsprechend muss ich noch ziemlich lange warten. Mit Level 6, mit Level 10. Ich bin nämlich erst Level 6. Ich bin zu ungeduldig, kann das sein? Leute, jetzt habt ihr schon eine Menge von dem Spiel gesehen. Auf einer Skala von 1 bis 23. Wie würdet ihr dieses Spiel hier bewerten? 5 von 10, meint Lugi. Ja, 6 von 10. Ich würde mit 6 von 10 mitgehen. Es ist ja jetzt kein Müll, aber Spaß macht's mir jetzt nicht, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass Leute hier wirklich Zeit drin verbringen. Also es ist kein schlechtes Spiel. Ich will dem Spiel seine Existenz nicht absprechen. Aber es macht jetzt nicht wirklich Bock. Mir zumindest. Ich kann mir vorstellen, wie viele Leute hier drin auch wirklich Spaß haben können. Und vielleicht kommt das auch erst im Late Game. Das war bei Pet Simulator 1 ja auch so, dass Pet Simulator 1 richtiger Müll ist eigentlich. Es sei denn, du hast es ins Late Game geschafft.
geschafft und kannst mit deinen guten Pets flexen. Your Mastery has leveled up nach oben. Dankeschön. Ich liebe es, wenn meine Mastery leveled up nach oben. Die Übersetzungen sind göttlich. Das muss ich dem Spiel lassen. Ey, wenn ich alle Masteries habe, kriege ich ein neues Hoverboard. Habe ich schon irgendwie ein neues Hoverboard irgendwo? Nee, nur das. Na gut. Und Leute, habt ihr Bock? Also ich hab Bock! Kann ich hier drauf emoten? Ach schade, das wäre zu lustig, wenn ich hier drauf emoten könnte. Habe ich überhaupt eine Animation? Ja, ich mache die Arme nach außen und so. Ey, wenn ich wenigstens lächeln würde auf dem Hoverboard. So lächle ich ja wenigstens. Auf dem Hoverboard gar keine Emotion. Was meint ihr, wie viel Geld verdienen die Macher von diesem Spiel? Weil ich überlege gerade, ob ich wirklich einfach Zeit investiere, um selbst so ein Spiel zu machen, bei dem halt nichts gepolished ist. Bei dem halt viele Sachen nicht funktionieren und so. Ich meine, einige Sachen funktionieren ja. Das Spiel ist ja rund, man kann es spielen und so, aber... Kann ich mir Trade einfach kaufen, bitte? Ich würde Robux ausgeben, damit ich traden kann. Du sagtest 50 Millionen, aber ich brauche nur 5 Millionen, na immerhin. Aber vielleicht brauche ich 50 Millionen, um die Pets danach zu bekommen, keine Ahnung. Ich brauche 600.000 für die nächste Area und es passiert einfach nicht. Es passiert nicht, ich kriege die 600.000 nicht zusammen. Ich glaube, man farmt hier schneller. Ich haue jetzt nochmal Boosts rein, weil mir gerade aufgefallen ist, dass die Boosts wieder draußen sind. Goldboost, Schadenboost, Glückboost, EP-Boost, so. Und jetzt farme ich bestimmt wieder schneller. Leute, ihr hättet mir auch mal sagen können, dass meine Boosts abgelaufen sind. Ich farm so viel schneller in dieser Region. Ich farm so viel schneller hier. Ja gut, ich habe jetzt auch die Boosts an, aber trotzdem farm ich so viel schneller. Leute, wenn ihr mal nicht weiterkommt, geht eine Region zurück und farmt dort. Also wirklich. Das steht nicht im Verhältnis zueinander, wie viel schneller ich hier farme. So, und jetzt wieder zurück in diese Welt, um mir dann die nächste Area freizukaufen. Oh mein Gott. So, wir haben endlich die nächste Area freigeschaltet. Es hat ja nur 100 Jahre gedauert. Wenn ich das Ding jetzt abbaue, ich habe 34.500 und bekomme... okay. Und wenn ich das Ding abbaue, kriege ich währenddessen einfach schon welche. Jetzt konnte ich nicht wirklich rechnen. Nochmal. 70.900, also 71.000. Ja, ich werde hier farmen. Ich werde hier farmen. Für die 2 Millionen, die ich glaube ich brauche. So. Erstes Eck gibt mir selten einen heißen Zombie. Oh, heiß, 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 heiß. Und ein cooler Zombie. Lame. Ja! Apokalypse-Zombie! Episch ist immer gut. Nehme ich gerne. Dann noch einen heißen Zombie. Sehr gut. Wie viel kostet mich das Eck eigentlich? 40.000. Dann kann ich noch zwei öffnen. Und ja, nochmal episch! Sehr gut. Und aus dem nächsten möchte ich dann legendär ziehen, weil die Chance liegt bei 2%. Komm, das muss jetzt mal drin sein. Na, ja, wow. Gut, einen coolen Zombie haben wir bekommen. Dann gehen wir auf Portal und dann teleportieren wir uns wieder zurück zum Vulkan. Rüsten die neuen Zombies aus und dann farmen wir weiter. 1,61 Millionen, komm schon. Wir müssen hier langsam mal durchkommen. Power! Ich raste gleich aus. Und noch einen. Nee, ich hab genug. Ich hab genug. Ich kann in die nächste Area. Wir haben es fast geschafft, Leute. Das ist der Bereich der Hexen. Glaubst du, du kannst ihre Macht kontrollieren? Ich glaube gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, die Hexen können verzaubern. Bestehende Zauber werden gelöscht. Verzauber meine Hydra. Los. Standardschaden. Geil. Hat die jetzt... Ach, die hat 25% mehr Damage. Aber ich kann keine ausgerüsteten Pets verzaubern. Dankeschön. Dann halt bitte das hier. Zauber. Deluxe Gold. Your Mastery... auf Enchant. Yeah. Geil, ich habe Deluxe Gold. Was bringt mir das? Plus 20 Gold. Ja, plus 20 Gold ist genau das, was ich brauche. 20% mehr. So, wir werden uns dann gleich neue Pets holen. Werden die dann verzaubern. Und dann hoffen wir, dass wir schneller vorankommen. Öffnen wir das Hexeneck. Und... Lava-Hexe, da stand gerade... Warte, was stand da gerade? You don't own the word Skeletor. Yeah. Komm, gib mir Legendary. Legendary! Ja! Okay, endlich. So, jetzt gucken wir gleich mal, wie stark das Legendary... Nochmal? Episch, okay. Episch auch gut. Auch gut. Und jetzt noch eine gute Hexe, bitte. Ah, das war schlechte Hexe. Sieht auch hässlich aus. Guck dir die an. Komm, bitte, 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 bitte. Ah, episch, gut. Eine Eishexe. So, bestes Ausrüsten. Legendäre Hexe hat 700 Damage. Gar nicht mal so viel besser als die epische Hexe. Hätte ich mir mehr erhofft. Aber okay, einfach weitermachen. Wir werden jetzt durchhasseln, Leute. Aber ich bin erst Level 8. Ich bin erst Level 8, Leute. So, die macht jetzt nämlich 25% mehr Damage. Für Standard. Okay. Stabil. Jetzt sollte ich ja genug haben. 3,3 Millionen Gold. Und wir haben die letzte Region aus der zweiten Welt gekauft. Oder? Nee, da hinten gibt es noch eine. Na gut, wir haben es auf jeden Fall so weit geschafft. Kann ich hier was machen oder steht das da einfach nur so rum? Das steht einfach nur so rum. Okay, ja klar. Und das da, das sieht auch so aus, als ob ich da was machen könnte. Aber es steht wahrscheinlich einfach nur so rum. Fragezeichen, es ist gesperrt. Dann ist das vielleicht sowas wie Rebirth wieder, wie ein Pet Simulator.
Und mit den besseren Pets muss ich dann die 5 Millionen aber auch zusammenkriegen, oder? Was meint ihr? Und so, jetzt sind wir hier bei den Death Eggs und holen uns jetzt nicht genug Inventarraum. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dieser komischen Maschine hier drüben, zu der Recycling-Maschine und packen da jetzt Pets rein, glaube ich. Wie geht denn das? Gut, schlechte Pets kann ich hier, glaube ich, nicht reinschmeißen. Ich kann hier wahrscheinlich nur besondere Pets reinschmeißen. Pets zu Gold? Das will ich. Wo kann ich Pets zu Gold machen? Pets zu Gold? Na gut, erstmal mache ich... Ich habe ja wieder 700. Mehr Gold? Dann habe ich nur noch 50 und die kann ich für nichts verwenden. Okay, ich schmeiße einfach die anderen Tiere weg. Hä, wie kann ich Pets löschen? Ach, da oben ist löschen. Delete? Kann ich so machen? Nee, das geht nicht. Oh, okay. Alles weg. Weg mit der Rotze. Brauche ich halt alles nicht mehr. Löschen. Ja, weg damit. So. Und dann die ja auch noch alle löschen. Ich brauche ja sowieso nur die Pets, die ich brauche, ne? So, löschen. Ja. So, die Pets sind weg. Und jetzt kaufe ich mir für 100.000 5 solche Eggs. Das erste ist selten. Ein Wächterskelett. Stabile Sache. Ah, langweilig. Langweilig. Und langweilig. Komm, gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Bitte. Und... Alter, nicht dein Ernst. Ich glaube, jetzt habe ich einfach meine ganzen Coins verschwendet, oder? Na, okay. Die sind ein bisschen besser als die, die zwei Welten davor episch waren. Gut. Dann wieder zurück zum Vulkan und weiter farmen. Und ich muss mir dann am besten wieder Boosts reinhauen, weil die Boosts uns gleich vorbei sind. Schaden, Glück, Gold, EP... Aber ich glaube, ich schaffe das heute nicht mehr. Hier ist mein Fazit zu dem Spiel. Kleine Zusammenfassung. Das Spiel ist eigentlich ganz schön schlecht. Es ist nicht sehr satisfying, aber man kann es auf jeden Fall spielen. Wenn ihr nach einer Alternative für Pet Simulator X sucht, dann könnt ihr das hier theoretisch spielen. Kann auf jeden Fall Spaß machen. Man kann darin Zeit verlieren, sage ich mal. Ich wollte gerade verschwenden sagen. Man kann auf jeden Fall auch Zeit verschwenden. Und manche Leute wollen ja nur ein Spiel, in dem man rumklickt und ein bisschen farmt. Und das kann man hier auf jeden Fall machen. Es ist ja ganz nett Design, aber viel mehr ist es auch nicht. Wer Bock auf eine Pet Simulator X Alternative hat und darüber hinwegsehen kann, dass die Animationen und so nicht so geil sind, für den ist das Spiel wahrscheinlich was. Für mich ist das Spiel jetzt nicht was. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Lasst natürlich auch immer ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!